Hallo und herzlich willkommen zu der wahrscheinlich vorerst letzten Aufnahmesession von Elder Scrolls Online. Warum das? Wir haben in der letzten Folge den Großabenteurer Tamriels geschafft. Das heißt, alle Quests, die man machen muss, sind erledigt. Mir fehlt eine Quest in der Stadt der Uhrwerke, die ich nicht finde. Und dann ist alles fertig. Trotzdem sind auch welche da. Und eine davon, oder drei davon, habe ich jetzt schon hier gesehen. Schön an den schwarzen Dreiecken in der Attika-Wüste. Und die machen wir jetzt. Da ist die Fürstin Clarisse Laurent. Und mit der reden wir. Alles klar, los geht's. Aha, perfekt. Ihr seht leistungsfähig aus. Jupp. Ich frage mich, ob ihr mir bei einem archäologischen Projekt von besonderer Bedeutung helfen könnt. Ich kam hierher auf der Suche nach wertvollen Relikten, aber ich habe so eine Art Rückschlag erlitten. Aha, was für einen? Nun, ich entdeckte da dieses sagenhafte Portal in den aileidischen Ruinen. Mhm. Ich habe da meinen Gehilfen durchgeschickt und das war ein Fehler. Das Portal führt anscheinend in den Gratwald und er kam gewissermaßen mit einer ganzen Altmeri-Armee im Schlepptau zurück. Upsa, Altmeri-Streitkräfte kamen durch das Portal? Ja. Und bedauerlicherweise scheint es, als ob sie nun eine ausgewachsene Invasion planen würden. Sie wollen eine Basis errichten und Belagerungsgerät bauen. Wir müssen das Portal schließen, und zwar schnell. Ich habe einen uralten Folianten entdeckt, der erklärt, wie das geht. Ich muss ihn nur wiederfinden. Werdet ihr mir helfen? Ja, sicher. Ihr seid ein wahrer Held. Das ist mein Ernst. Mein Lager befindet sich neben den Ruinen. Dort habe ich das benötigte Buch zurückgelassen. Holt das Buch. Aktiviert damit die großen Säulen in den Ruinen und trefft euch dann mit mir auf der inneren Seite des Westtors zu den unteren Ruinen. Das Portal ist da unten. Warum muss ich die Pfeile aktivieren? Ich schätze, das ist eine berechtigte Frage. Hm. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, haben die Elfen den Haupteingang zum Portalraum verriegelt. Es gibt allerdings einen Hintereingang, der durch eine Art altes Gefängnis führt. Schön. Die Pfeiler öffnen die Tür in dieses Gefängnis. Was ist da drin? Oh, ich habe nicht einmal die leiseste Ahnung, was in diesem Gefängnis ist. Doch das ist ja auch schon alles Jahrhunderte her. Was auch immer dort unten war, ist inzwischen sicher tot. Glaube ich nicht. Nun, ihr scheint überaus fähig zu sein. Schlimmer als die verdammten Elfen kann es gar nicht werden. Könnt ihr mir mehr über die Ruinen erzählen? Meine Forscher aus Hochfels haben mich über die wichtigsten Hintergründe aufgeklärt. Salas N war eine Aileiden-Festung, die zu Zeiten der meretischen Ära von menschlichen Sklaven erbaut wurde. Während der jokodanischen Besiedlung von Hammerfall in der ersten Ära haben die Elfen dann schließlich bekommen, was sie verdient hatten. Und welchen Zweck hatten solche Portale? Es ist wirklich ziemlich faszinierend. Es scheint zu beweisen, dass die Altmeer und die Aileiden in der meretischen Ära noch sehr viel länger miteinander in Kontakt standen als allgemein angenommen. Ich habe sogar ein Buch über dieses Thema geschrieben. Nun ja, jemand hat es für mich geschrieben, aber wen kümmert das schon? Ich weiß schon wer. Dann sind dort also Altmeri-Truppen in den Ruinen. Ich fürchte, dem ist so. Es sei denn, sie tragen nur aus modischen Gründen Rüstungen des Dominions. Mhm. Wenn mein Gehilfe auch nur ein halbes Gehirn hätte, hätte er sich fangen lassen, anstatt die Altmeri-Truppen hierher zu locken. Die Altmeri können wirklich ganz Attika bedrohen. Nun ja, wir sind im Krieg. Und eine feindliche Armee tief in unserem Territorium wäre schon eine sehr schlimme Sache. Stimmt. Ich fände den Gedanken unerträglich, dass ich das Dolchsturzbündnis vernichtet habe. Natürlich wäre das eigentlich alles nur Stibbons Schuld. Der auch das Buch geschrieben hat. Stibbons macht alles. Okay. So, dann nichts wie zu den Ruinen. Na, das sind ja schon welche. Oh, ich merke gerade was. Wir müssen ein bisschen was tun. Dingens, wo ist es denn? Ja, das brauche ich definitiv nicht. Wo ist es denn, der gute alte? Na, ich brauche doch mein Buff. Da ist er doch. Besser ist das. Ihr habt da gerade einen herrlichen Anblick verpasst. Als ich es ausgelacht habe, hat das Biest tatsächlich geknurrt. Ich glaube, das machen wir so. So, das wird wieder gekämpft. Ja. So, nee, das ist nix. Hm.
Na, wo finden wir es denn? Na? Oh. Ja, komm her. Warum haut er mich noch so übel weg, wenn er doch sowieso stirbt? Wo denn? Ah, da. Okay, das machen wir nicht, sondern wir gehen jetzt erstmal zu Stibbons. Den würde ich mich sehr gerne noch befreien. Hallo? Oh, hallo. Ich habe gerade aufgeräumt. Das war unser Lager, bevor die Elfen kamen. Nun, es war das Lager von Fürstin Laurent. Ich sollte nicht mehr unser sagen. Oh je. Was soll ich jetzt machen? Sie hat mich gefeuert. Wieso? Weil das alles mein Fehler war. Die Altmeri. Fürstin Laurent hat mich durch das Portal geschickt, um nachzuschauen, was dahinter liegt. Als die Elfen mich sahen, bin ich geflüchtet und habe sie geradewegs zum Portal geführt. Und jetzt hasst sie mich. Bitte, ich flehe euch an. Werdet ihr mir helfen, ihre Gunst zurückzuerlangen? Die zwei, das ist so herrlich. Sicher, was soll ich denn tun? Seid gepriesen! Seid gepriesen! Bin ich. Ich versuche, all ihre Sachen einzusammeln, aber ihre Werkzeuge sind dort draußen über die ganzen Ruinen verstreut. Sie sind ihr kostbarster Besitz. Wenn ihr die Werkzeuge für mich holt, weiß ich, dass sie mir vergeben wird. Ich weiß es einfach. Alles klar. Es gibt noch eine Sache, die ihr wissen solltet. Fürstin Laurent hat diesen brutalen Tamien angeheuert. Und ich glaube, sie hat ihn schon gefragt, ob er ihre Werkzeuge bergen könnte. Ihr solltet mit ihm reden und ihm sagen, dass wir uns darum gekümmert haben. Er ist auf den Wellen. Warum lasst ihr ihn nicht einfach das Ganze machen? Weil er ein Grobian ist und ich es sein muss, der ihr die Werkzeuge bringt. Wenn ich sie nicht dazu bringe, mir zu vergeben, dann wird sie mich hier zurücklassen. Und was soll ich dann nur machen? Das ist meine einzige Chance. Ach komm, Stibbons, du bist der Beste. Ich habe dir schon immer gerne geholfen. Aber wahrscheinlich war das zeitlich halt... Ja, ne? Nee. Na? Aha. Oh, sind das die Säulen? Gut. Oh ja. Aber wo sind die Werkzeuge? Wir werden König Faharajat völlig überraschen. Da. Ach, das ist die Säule. Gut. Machen wir gerade die Säule noch. Und dann gehen wir zu den Werkzeugen. Was? Was ist das mit Tamien? Gut. Noch höher? Wo ist er denn? Ist bestimmt sowieso irgendwie ein Verräter oder so. Stibbons ist der Beste. Mhm. Na? Ach, da oben. Gut. Zup. Na komm. Ach komm, jetzt hör mal auf. Ich finde es unvorstellbar, dass ein Altner dieses Elend hier sein Zuhause nennen konnte. Sag mal, wie soll denn das gehen? Ich hasse es. Gibt es einen anderen Weg hoch? Soll ich vielleicht gar nicht hier sein? Da ist er doch. Moment. Nochmal da hoch. Wenn man doch nur den Durst heilen könnte. Ach, so geht's. Hi. Nun, 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 wenn das nicht mein alter Freund aus Kreuzgrad ist. Lasst mich raten.
Fürstin Laurent lässt euch beim Aufräumen des Durcheinanders helfen, das sie selbst verursacht hat? Oder geht es um Stibbons, der nutzlose Feigling? Er hofft, dass Fürstin Laurent ihm vergeben wird. Genau das. So, Stibbons hat mich gebeten, ihre Werkzeuge zu beschaffen. Hat er das? Ich bin überrascht, dass ihr das bei all dem Winseln und Flennen so deutlich herausgehört habt. Komm, lass ihn gehen. Fürstin Laurent hat schon jemanden, der ihre Werkzeuge besorgt. Und ihr würdet sie beschaffen und dann Stibbons die ganze Anerkennung dafür überlassen? Also ihr macht das. Ich befolge nur Befehle. Stibbons war schon vor dieser ganzen Sache überfordert. Deshalb hat Fürstin Laurent mich angeheuert. Ja. Ich habe mir die Lage aus der Vogelperspektive angeschaut, bevor ich mich an die Arbeit machen wollte. Aber sagt mal, wenn ihr Stibbons diese ganze Mühe ersparen würdet, warum helft ihr dann nicht einfach mir? Ja, warum? Zum einen sehe ich besser aus, zum anderen werde ich sogar bezahlt. Stibbons ist doch kaum mehr als ein besserer Sklave. Helft mir, die Werkzeuge zu besorgen, dann gebe ich euch einen Teil der Belohnung ab. Es ist schön, euch wiederzusehen. Wie läuft das Söldnergeschäft? Es könnte schlimmer sein. Fürstin Laurent bezahlt gut und sie hat einen ziemlich ehrgeizigen Reiseplan. Daher kann ich Orte sehen, von denen ich bisher nur geträumt habe. Ja. Diese Wüste ist allerdings nicht gerade einer der Höhepunkte. Stibbons hat mich gebeten, ihre Werkzeuge zu schaffen. Hat er das? Ich bin überrascht, dass ihr das bei all dem Winseln und Schämen Gut. Denkt nicht zu lange nach. Ich werde dort hinuntergehen und die Werkzeuge selbst holen, wenn ich muss. Sie befinden sich übrigens in Rucksäcken. Ich wette, Stibbons hat euch nicht einmal das gesagt. Nee, hast du schon irgendwas gesammelt? Ich hatte mich schon gefragt, ob ihr euch danach erkundigen würdet. Ja, ich habe schon ein paar Werkzeugtaschen aufgesammelt. Aber es gibt keinen Grund, warum ich sie euch geben sollte, oder? Doch, ich könnte die alle verwahren. Wenn ihr das zusätzliche Gewicht herumschleppen wollt, kann ich mich darüber nicht beschweren. Aber sobald ihr alles habt, bringt es zu mir zurück und nicht zu Stibbons. Ich nehme die Werkzeuge und gehe, danke. Denkt nicht zu lange nach. Ich werde... Ja. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns mal ganz grob um und machen dabei gerade noch die Säulen. Komm, hör auf. Was ist mit dir? Warum kann ich dich nicht? Hallo? Oh. Da backt was. Na also. Ich fürchte, dass ich all den Sand nie mehr aus den Ohren bekommen werde. So, schnell noch die Säule. Oh, Werkzeugtasche. Und das. Ich werde dem Stibbons helfen. Was ist denn? Ach Leute. Warum das eben schon wieder rumgebackt hat, weiß ich nicht. Das ist seltsam. Erstmal das. Geht immer weg, euch brauche ich überhaupt nicht so. Wir helfen Stibbons. Was ist denn? Wo bist du? Da ist gar keiner. Nun, ich denke, ich habe alle persönlichen Dinge von Fürstin Laurent aus dem Lager eingesammelt. Ich brauche nur noch diese Werkzeuge aus den Ruinen. Ich schätze, ihr wart vor Tamien bei ihnen, nicht wahr? Ja, hab ich da. Die Acht seien gepriesen! Ihr habt meinen Ruf und meine Lebensgrundlage gerettet. Kann ich die Werkzeuge dann haben? Ja, bitte. Ha! Damit wird dieser hinterlistige Tamien nicht gerechnet haben. Hoffentlich wird Fürstin Laurent mir jetzt vergeben und erkennen, dass wir keine angeheuerte Hilfe brauchen. Ein Söldner. Was im Namen des Vergessens hat sie sich nur dabei gedacht? Er ist eine ganz armselige Krämerseele.
aber ich mag ihn. Es ist halt Stibbons, so. Tja. Und wir gehen dann in die Höhle. Haben jetzt schon zwei. Da kommt die Mauer weg. Komm da auf. Du stirbst doch eh. Hör mal. Mann, dass die mich immer so zum Fliegen bringen. Ach da. So, das ist der Hintereingang. So, Larsen. Also eine haben wir abgeschlossen, die zweite kommt jetzt. Die scheint auch größer zu sein. Das sind so Geschichten, die ich ohne diese Questereste-Sache einfach komplett gar nicht mitkriegen könnte. Da ist sie. Ihr habt mit diesen Elfen wirklich kurzen Prozess gemacht. Ja. Es scheint ein paar alte Skelette da unten zu geben. Das ist für euch sicher kein Problem. Ich nehme an, ihr habt den alten Folianten in meinem Lager gefunden. Ja, bitte. Habt vielen, vielen Dank. Zum Glück kann ich altes Aileidisch übersetzen. Das sollte uns verraten, wie wir das Portal schließen können. Und wo ist es? Gleich durch die Tür hinter mir. Das Problem ist nur, dass sie abgeschlossen ist, aber anscheinend wird sie durch einen Schalter tiefer in den Ruinen gesteuert. Wärt ihr so nett und würdet den Schalter suchen? Der Lichteinfall, der macht einen seltsamen Tag. Eine Leuchtenase. Gut. Wenn ich nur ständig jemanden wie euch um mich haben könnte. Wenn ihr euch um den Schalter kümmert, gibt mir das genug Zeit, die nötigen Wörter für das Schließen des Portals nachzuschlagen, wie auch immer sie lauten mögen. Sobald ihr euren Teil getan habt, gehe ich einfach hinein. Trefft mich also danach im Portalraum. Huhuhu. Das machen wir. Mal gucken. Alte Skelette. Oh, guck mal, das sind sie ja. Ach, wow. Das ist wirklich nicht viel. Oh, hallo. Und das Bärchen kommt und macht kurz den Prozess. Was? Jetzt sind hier Skelettenraummengen. Ich hab die irgendwo mal als Sammelquest gebraucht und naja. Komm, brauchst nicht zu kommen, oder? Kommt er? Nö. Juhu, Flops. Oh, ja, okay. Ich geb's zu, das war nicht so. Wie Gurlak? Was ist denn Gurlak? Bevor ihr sprecht, Fremder, wisst dies. Jahrhundertelang hat mich ein Zauber gebunden. Viele wollten mich befreien und haben versagt. Dieses Gefängnis hat kein Schloss und keine Fesseln. Ich probier's. Habt ihr mir nicht zugehört? Das ist kein gewöhnlicher Zauber. Er wurde von Altmer-Zauberern gewirkt, die schon lange tot sind. Das ist ein wahrer Fluch. Diese Aufgabe übersteigt eure Möglichkeiten. Natürlich würde es ein Narr trotzdem versuchen. Tut, was ihr wollt. Ich würde mir nicht einmal die kleinste Hoffnung machen. Ich mach das schon. Seit Jahrhunderten haben Dilettanten wie ihr versucht, mich zu befreien. Narren, ihr alle. Ihr hättet eine bessere Chance, zum nächsten Kaiser ernannt zu werden. Wie bist du da hingekommen? Es schmerzt mich, über die Vergangenheit zu sprechen. Wollt ihr wirklich so bittere Erinnerungen in mir heraufbeschwören? Jetzt erzähl. Ha, bitte. Das ist ein Wort, an das ich mich noch gut erinnere. Bitte, hat sie zu mir gesagt. Niemand wird es erfahren, hat sie mir versprochen. Sie hat sich geirrt. Wer war sie? Nuralanya wurde sie in ihrer hochelfischen Sprache genannt. Aber wenn wir zusammen waren, war sie nur Nura. Ich konnte ihr keinen Wunsch abschlagen. Ich stand unter ihrem Bann. Ein Sklave, der völlig vernarrt in seine Herrin war. Und dann? Unser Geheimnis wurde schließlich aufgedeckt und die Elfen waren außer sich. Unsere Liebe war in ihren Augen ein Greuel. Tja. Sie beschlossen, dass eine Hinrichtung noch eine viel zu milde Strafe für unser Vergehen wäre.